Hola, hombres, hablamos español y saludo, ¿cómo estás? Willkommen zu einem neuen Video. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay. Ich war mit dem Commentary beider Aufnahmen nicht wirklich zufrieden. Deshalb habe ich euch da etwas Schönes zusammengeschnitten. Ihr werdet sehen, das sind halt einfach ein paar Aufnahmen. Und am Ende, das habe ich euch aber auch mit Ton reingeschnitten, ist schon sicker. Das Ende ist sick, das müsst ihr sehen. Einfach, das ist legendär. Ich möchte heute einfach mal was ansprechen. Party, nämlich erstmal Hi nach knapp 2 Monaten. Warum kam jetzt so dermaßen lang kein Video mehr? Hat den einfachen Grund, dass ich. Frag mich einfach nicht. Ich kann es euch nicht sagen, ich hatte 3 oder 4 Videos durch. Aber ich hatte halt irgendwie gar keinen Bock zu uploaden oder zu lesen. Es gibt Videos, die sind auch privat, es gibt Videos, die sind auch auf meiner Festplatte durchgerendert. Ja, fragt mich halt nicht. Ich kann es euch auch nicht sagen. Aber ich muss auch sagen, ich habe im Moment nicht mehr so krass viel Spaß am Stream. Es liegt einfach, ich habe im Moment viel mehr Bock. Counter-Strike mit meinen Mates zocken oder so. Und entweder habe ich den Counter-Strike-FPS-Problem, wenn ich streame, das passiert mir des Öfteren. Oder ich habe halt einfach keine Zuschauer und dafür muss ich nicht streamen, weil das macht mir keinen Spaß, wenn ich mit 0 Zuschauern streame. Weil da spiele ich auch anders schon lernen, weil ich den Monitor beim Streamen viel weiter hinten habe und dadurch halt auch nicht ganz so gut aimen kann. Alles was, das macht mir dann halt auch nicht so viel Spaß. Ganz kurze Sache, schreibt mir bitte in den Kommentaren. Schaut ihr mich als Person oder schaut ihr mich als Minecraft-Streamer? Also schaut ihr mich, um irgendwas von mir zu sehen oder schaut ihr mich, um Minecraft-Content zu sehen? Das würde mich mega interessieren. Und ja. Ich muss sagen, wenn ich, ich habe jetzt Ferien. Anlass für das Video. Wenn es in den Ferien alles so klappt, wie ich vorhabe. Perfekt, Siri hat sich gerade angeschaltet. Danke dafür. Naja, wenn es alles so klappt in den Ferien, wenn ich alles, was ich mir für die Ferien vorgenommen habe, schaffe, was nicht so viel ist, also alles machbar tatsächlich, dann sollte ich sogar nach den Ferien einigermaßen aktiv Videos bringen, gar nicht daily oder sowas. Dafür steckt da viel zu viel Zeit drin, als dass ich das daily machen könnte, mit neben Schule, neben Klausuren, etc. Aber, keine Ahnung, es würden öfter Videos kommen als jetzt, was jetzt nicht schwer ist natürlich, aber was schon mal ein Fortschritt wäre, sagen wir es mal so. Ich würde im Zweifel auch mal einen Vlog machen. Ich habe ja immer noch Youth Vlog, Kroatien Vlog, wahrscheinlich werde ich Ende des Monats nochmal die Kamera rausholen und ein bisschen vloggen. Das ist aber alles noch nicht unter Dach und Fach, deshalb würde ich das jetzt auch noch nicht anteasern. Groß, also ich sag halt nur, es könnte sein, dass ich Ende des Monats nochmal die Kamera rausnehme, aber mehr auch nicht. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr bis hier geschaut habt, dann schreibt mal Soße in die Kommentare. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut mit mir auf Twitch vorbei, da kommen. Jetzt sind alles glatt, läuft öfter Streams. Viel Counter-Strike, viel GTA. Aber mein Mate ist in der Ferien nicht da. Das heißt, es könnte auch durchaus sein, dass es ziemlich in Minecraft kommt. Lasst euch da überraschen. Schaut super gerne vorbei, weil ich möchte halt weiterhin Spaß am Stream haben. Aber ohne Videos habe ich halt keinen Spaß dran. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass ich heute alles noch fertig kriege. Das Video wird zwar wahrscheinlich erst um 23:30 oder so ankommen, aber ich hoffe es einfach mal. Wie gesagt, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Ganz kurze Sache, jetzt seht ihr noch das legendäre Ende der ganzen Geschichte. He's not...